Hallo und herzlich willkommen zum Brizzy Talk zusammen mit Lukas und Peter. Moritz, eure Gastgeber. Ich wollte dich jetzt noch so richtig episch ankündigen, aber ja. Moin, moin, ich bin auch dabei. Servus, Leute. Also wir haben mal wieder einen unserer Homies eingeladen. Junge, bald haben wir sie alle durch. Bald haben wir sie alle hier mit dabei gehabt. Alle durch, nur Homo. Ja. No sexual, no homo darf man ja gar nicht mehr sagen, ne? Das ja, stimmt. Echt? Das, ja, ist verboten. Scheiße. Das ist offiziell verboten. Oh, ja, das schneiden wir raus. Ja, wir, weißt du, wir müssen richtig viel Scheiße labern, dass es dann einfach Lukas rauscutten muss. Weil zum Glück hatte der ja alles. Ja, stimmt. Das ich muss man sagen, das ist sehr angenehm, Lukas. Eine kurze Frage, wurde euch schon mal der Augendruck gemessen? Der Augendruck? Was? Absolut nicht. Nein, natürlich wie nicht. Wie misst man denn bitte den Augendruck? Junge, also, das ist übel. Bei mir wurde das mal gemacht. Mehrmals. Junge, da ist so, ist einfach. Dein Kopf wird in so ein Gestänge gehangen, damit du den nicht mehr bewegen kannst. Und dann klingt musst schon mal du ein Auge offen haben. Und dann fährt einfach so ein Gerät in dein Auge rein. Was? Und dann hast du so eine Plastiklinse, hast du dann auf deinem Auge einfach drauf. Und dadurch wird es gemerkt, Junge, das ist super unangenehm und es wurde schon irgendwie dreimal bei mir gemacht. Digga, das ist, ja. Tut das nicht weh oder so? Nee, das tut nicht weh. Nur, also gut, wenn du blinzelst schon, aber sonst nicht. Also ich sag's, also, und ja, okay. Das Ding ist, ich bin generell so ein Mensch, ich weiß nicht, ich hab's irgendwie nicht mit Augen. Das habe ich auch schon öfter, glaube ich, gecallt. Und, Digga, ich weiß nicht. Ich stell's mir super weird vor, wenn dann so so ein Ding in dein Auge oder sowas fährt. Junge, und ist so, highly also, weird. Digga, darauf hätte ich ja mal so doll keinen Bock. Holy shit. Ja. Also, wer hat das? Generell schon? Alles, was so mit so diesen Augendingen zu tun hat, das wird mich so hyper abfacken. Wenn, also, ich meine, ich könnte mir auch irgendwie, glaube ich, keine Kontaktlinsen so reinmachen, weil ich irgendwie, keine Ahnung. Nee, Digga, das ist auch übel weird. Digga, manchmal, du siehst du die Leute, wie sie im Klo stehen und Digga dann so im Auge rumfummeln, Junge, sich richtig da reinstechen. Ja, Junge, WTF. Und holt dann diese Plastiklinse da raus, richtig ekelhaft. Ja, Junge, das ist so eine Scheiße. Zum Glück, also dann würde ich, glaube ich, lieber eine normale Brille tragen und es würde mich ultra abfacken. Also safe, keine Ahnung. Du hast halt viel weniger Arbeit mit einer normalen Brille. Ja. True. Ja, also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich beim Führerscheintest die Augenprüfung quasi, du musst ja da immer so eine Prüfung machen, ob deine Augen fahrtauglich sind oder ob du halt eine Brille brauchst. Und da hatte ich halt das war bei mir keine auch so Fehler. Digga, ich hatte insane viele Fehler. Der Typ hat so gemeint, ja, bestanden. Ich weiß nicht, wie viele. Aber ganz knapp. Ich war auch irgendwie an dem Tag, ich habe gar nichts gesehen. Also legit, ich habe bei allem gefühlt nur geraten, anscheinend ja richtig geraten, weil sonst hätte ich es ja nicht bestanden. Aber der Typ hat legit so gemeint, ja, ganz knapp bin noch bestanden. Was, Junge, bei mir, ich war komplett fehlerfrei. Das Ding ist, das letzte Mal, dass ich beim Augenarzt war, hat er so, also ich weiß gar nicht, wann das war, das ist aber auch schon jetzt ein paar Jährchen her, sag ich mal. Und da hat er noch gemeint, Alter, du siehst ultra gut, alles super, brauchst keine Brille, juckt eh niemanden. Und jetzt bei dem Sehtest, Digga, richtig verkackt gehabt. Und habe gar nichts gesehen. Ja. Ich glaube, man hat auch ein normales Auto, sorry. Ich glaube, man hat auch ein normales Auge, wenn man so quasi so eine Brechkraft so von 60 bis 65 Dioptrien hat. Und ich glaube, alles, was da quasi darunter ist oder so, dann siehst du nur noch so alles verschwommen. Okay, sorry, Mister, ich bin Augenarzt auf einmal. Ich hab da mal ein Referat drüber halten müssen, über Strafsichtigkeit und so eine Scheiße, Alter. Ey, Junge, ist so, ich weiß nicht, wenn mal irgendjemand so ein Thema nennt und du da zufällig drüber mal ein Referat halten musst und dir so denkst, Digga, es gibt so, ich kenne mich mit nichts aus, null Allgemeinbildung, aber das eine Thema kann ich noch. Junge, das ist immer so richtig, dann kannst du mir so mit so richtig weirden Bissen flexen. Ja. Ist halt echt so, das ist mega nice. Aber was ihr eigentlich sagen wollt, es ist doch übel scheiße, Junge. Imagine, du bist einfach so ein normaler Typ, siehst ganz normal, aber musst dann zum Auto fahren, Junge, hast dann so eine Autofahrbrille einfach rumliegen. Ja. Ist so wack. Holy Junge, shit. Das ist insane wack.
Also, macht doch auch nichts, wenn du mal so ein Stoppschild oder so übersiehst. Passiert. Ja, passiert mal. Genau. Ich meine, meistens juckt es eh niemanden so Stoppschilder. Wenn kein Auto kommt, dann fahren eh alle immer drüber. Und das sind Facts einfach. Also keine Ahnung. Ja. Ja, das Ding ist, ich kann jetzt mal nicht so nice Story droppen. Ich war, diese Woche, wir haben immer so Wechselunterricht und da war ich einen früh zu Hause. Plötzlich klingelt so, sind die Nachbarn dran und sagen mir einfach so, ja, so, also wir haben an unserer Hauswand, haben wir so einen Glaskasten, wo halt so eine Maria-Statue drin steht. Und dieser Glaskasten ist einfach von unserer Wand abgefallen. Und ist einfach komplett auf die Straße. Actually, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so, weil das war ja an so einem Holzding. Und anscheinend ist in dieses Holzding so Wasser reingekommen und ist halt irgendwie verfault und so. Aber das hätte eigentlich, sag ich mal so, nicht passieren dürfen. Und dann durfte ich erstmal irgendwie so eine Viertelstunde lang Scherben von der Straße aufkehren. War auch 10 aus 10. Nun, ganz echt, es wurde ja nichts demoliert, ne? Nein. Digga, das ist auch Heiliglück, ne? Sonst stehen da immer so 5 Autos einfach vor eurem Haus rum. Ja, na, aber wenn, dann stehen da immer unsere eigenen Autos, deswegen ja, eben, wär's ein bisschen kritisch. Also wär's wenigstens nicht so der Abfuck gewesen. Imagine, das wäre auf so ein Auto drauf gefallen von so einem Random. Und dann hätte ich mich erstmal drum kümmern müssen, wem gehört überhaupt dieses Auto? So, Digga, dann wäre ich aber wirklich ausgerastet. Es ist tatsächlich sowas Ähnliches ist dem Auto von meiner Mama passiert. Wir waren in Obertshausen, also in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt, halt in Hessen. Und dort haben wir halt einfach normal vor dem Haus meiner Oma halt geparkt. Und am nächsten Morgen, beziehungsweise erst als wir wieder zu Hause in Eibelstadt waren, bemerken wir dann, dass hinten am Rücklicht einfach dieses Licht kaputt ist. Also die Scheibe ist einfach eingeschlagen worden oder so. Irgendwas ist dagegen gekommen. Und wir waren also voll in Panik, weil da waren noch nirgendwo Scherben, weder halt vor dem Haus meiner Oma oder halt bei uns zu Hause. Und wir hatten halt keine Ahnung, wer das jetzt war. Wahrscheinlich ist da irgendein Kind dagegen gestoßen, hat einfach die Scherben mitgenommen und wollte sich einfach aus dem Staub machen. Legit, so eine ähnliche Story habe ich auch. Als wir im Sommer im Urlaub waren, also da lassen wir immer so das Auto meiner Mom einfach in der Garage stehen. Und als wir zurückkamen, habe ich so gemerkt, dass da so eine fette Delle im Kofferraum ist, also in diesem Kofferraumblech halt. Und Digga, das muss ja dann, bevor wir in den Urlaub passiert sind, passiert sein, weil das ja in der Garage stand und dann konnte ja nichts passieren. Aber Digga, das hat mich auch insane verwirrt. Also, keine Ahnung, vor allem, weil wir es halt nicht gerallt haben am Anfang so. Keine Ahnung. Ja, da war einfach out of nowhere eine Delle hinten drin. Ja, also ich weiß auch nicht, ob dann meine Mom wusste am Anfang auch nicht, woher das kommt. Vielleicht hat es dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat es auch mein Dad dann oder so mit gewusst oder so. Aber wie gesagt, keine Ahnung, das war super weird. Also, ja. Also das Ding ist, wir hatten eigentlich noch nie so, okay, wir hatten, meine Mutter hat actually mal gemeint, sie war schön irgendwie bei einem Lidl auf einem Parkplatz gestanden. Und dann ist sie halt, ob wir das einkaufen gegangen, schön dies, das gekauft. Dann ist sie zurückgekommen und es hängt so ein Zettel irgendwie an der Windschutzscheibe. Und dann guckt sie, steht halt so drauf, ja, hier meine Telefonnummer oder so, dies, das, wegen Polizei und allem. Und dann hat sie, und dann stand da so drauf, ich habe eine Delle reingefahren. Junge. Und dann ist meine Mutter so rum, Junge, es war so eine riesige Delle da drin. Holy shit. aber ich glaube, das ist actually illegal, wenn du einfach nur so einen Zettel da lässt. Ich glaube, du musst. Ja, also, keine Ahnung, meine Mutter hat dann die Polizei gecallt, Junge. entspannt. Aber das Geld, ich sagte, es wurde nicht da rein investiert, um die Delle wieder rauszumachen, sondern, weiß ich nicht, in irgendwas anderes. Ah, Mann. Gleich ein neues Auto ziehen. Ja, Junge, true. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, wir haben für so eine kleine Delle einfach 3.000 oder so bekommen. Es ist schon insane, ne? Ja, und dann einfach nicht das ins Auto gesteckt. Ja, what the fuck, Digga, ganz ehrlich. Als ob du so ein Auto, als ob du da bei uns sagst, komm, wir machen die Delle raus. Hä? Juckt doch. Ja, true. Boah, aber true. No joke, Jungs, mir ist da einfach so eine ähnliche Geschichte mal passiert. Und zwar mit Moritz vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren. Haben unsere Eltern uns halt zum Kinderzahnarzt gebracht, glaube ich.
hier bei uns in der Nähe. Und dann hat mein Vater neben dem Auto von Moritz seinem Vater geparkt. Und dann habe ich eine kleine Delle in das Auto von Moritz seinem Vater reingemacht. Okay. Kannst du dich noch erinnern? Was? Das war wirklich so. Und dann Peter kommt auf ein Messer, Junge, steht da. Nein, ich habe das mit der Tür halt so dagegen geschlagen, aus Versehen. Und wir mussten aber, weil es eine kleine Delle war, glaube ich, nur 100, 200 Euro oder so zahlen. Aber vor allem, wir wussten nicht, wem das Auto erstmal gehört. Und dann sehen wir so, wie so halt Moritz, sein Vater und Moritz rauslaufen und dann sehen, hä? Und die sagen dann so, hä? Da ist ja eine Delle in unserem Auto. Und so, oh, fuck. Hab zum Glück waren es halt deine Eltern so, wenn es jetzt irgendeine random Familie gewesen wäre. Oha, Digga, ich sehe so, es ist keine Ahnung mehr. Ich nicht? Nee, aber erinnerst du dich noch, dass du damals mit diesem Zahnarzt warst? Hier in der Nähe? Mhm. Ja, ja, war, ja. Da war ich auch damals. Seid ihr immer noch beim selben Zahnarzt? Nee, es war ein Kinderzahnarzt. Ja. Ja, aber ist nicht, als ob es da Kinderzahnärzte gibt. Ich dachte, die machen nein. So, ein Zahnarzt macht alles. Also es ist noch dieselbe Zahnarztpraxis, wo ich war, aber ich sage so, wie es ist, ich war schon ewig nicht mehr beim Zahnarzt, keine Ahnung. Also es ist locker jetzt schon, ja, 1,5 Jahre oder so. Nun ganz ehrlich, ich bin so zufrieden mit meiner Zahnärztin. Die ist einfach, Junge, die geht einfach so gut mit dir um. Ich sag's dir, es ist mega angenehm. Junge, da, in jedem Film wird einfach so rumgeheult, ja, ich muss zum Zahnarzt, Junge, da kommt so ein Zahnarzt, der richtig scheiße aussieht und schön mit so einem Schraubenzieher oder so. Und will dir alles rausziehen, was du in deinem Mund hast. Aber, Digga, bei mir, es ist mega nice. Kann die Nora da empfehlen. Ich weiß warum. Und zwar, weil der Lukas wahrscheinlich, als ich zum Beispiel klein war, da hatte ich irgendwie so eine super hübsche Zahnärztin. Und die war dann immer so mega nah an meinem Kopf quasi dran, mit ihrer Brust. Und boah, jetzt wissen wir, warum Lukas das so sehr fühlt, von seiner Zahnärztin behandelt zu werden. Ja, Lukas, Statement. Wir machen weiter, Freunde. Ja, das letzte Mal, dass ich beim Zahnarzt war, war es super weird. Da war so eine Zahnarzthelferin und die hat dann ja so die Zähne so sauber gemacht. Und Digga, ich hatte ja da so eine Zahnspange. Und die fragt dann so, wenn sie das so macht, so, ja, und übrigens, also, wofür ist denn diese Zahnspange jetzt? Und ich so, ja, keine Ahnung, zum Zähne gerade machen, what the fuck? Also, weiß ich nicht, das war so ein awkward Gespräch, die hat mich so ausgefragt über die Zahnspange, ich denke mir so, Digga, woher weißt du das? Ich bin zum Kieferorthopäden gegangen, hab gesagt, mach mir die scheiß Zähne gerade und dann hat die irgendwas gemacht, Digga, keine Ahnung. Also, aber generell, solche Gespräche mit Ärzten sind immer weird, oder? Junge, ganz ehrlich, ich schick bei allem, was es geht, ich hab immer schön meine Mutter vorgeschickt, immer. Ja, Junge, true. Ja, eigentlich same, aber ich weiß nicht, es gab zum Beispiel auch, ich bin jetzt wohl in einem Zahnarzt, ich war zwar da auch schon seit halt locker seit Mitte letzten Jahres, also so Sommer letzten Jahres, war ich da auch nicht mehr beim Zahnarzt und es ist natürlich auch noch ein bisschen komisch wegen Corona jetzt, weil es erschwert es ja noch, weil die sind glaube ich auch ausgebucht und so, aber ich wollte eigentlich demnächst wieder einen Termin dort machen, weil da ist einfach ein Typ, der, ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber der ist halt ultra korrekt. Das ist irgendwie so ein Türke oder so. Und immer wenn er kommt, also der hat immer erstmal so eine Helferin, die da erstmal drüber schaut. Und immer wenn er kommt, ne, dann fängt er immer irgendwie an, irgendwelche Witze zu reißen, so die Stimmung aufzulockern. Und ich finde es immer voll angenehm. Und da mag ich das auch mit dem zu reden tatsächlich. Aber sonst würde ich ehrlich auch nicht so gerne mit einem Zahnarzt reden. Ja. Aber so einen habe ich leider nicht, der dann so ultra korrekt ist. Ich weiß nicht. Ja, aber das Ding ist, so ein Ärztegespräch setzt sich immer ähnlich wie so ein Elternabend gleich. Und ich weiß nicht, wart ihr immer bei so Elternabenden dabei? Weil bei uns gab es immer so zwei Sachen. Es gab einmal, wo du als Schüler mitgehen konntest. Und es gab halt nur, wo die Eltern hingehen. Und ich sag dir, ich war nie dabei. Also legit nie. Alle meine, die Leute aus der Klasse immer so, ja, ich gehe heute Abend wieder hierher. Wir treffen uns an 19 Uhr an der Tischtennisplatte. Junge, ich sagte, ich bin schön zu Hause geblieben. Weiß nicht, hab ich YouTube geschaut oder so. Das Ding ist, bei uns ist es, glaube ich, so gewesen, es gab jetzt nicht so wirklich so einen Elternabend, wo wir mit konnten. Ich meine, du konntest, glaube ich, generell zwar mitgehen, aber das hat halt legit niemand gemacht.
Und ansonsten gab es noch so einen Schülern-Eltern, also so einen Schülersprechtag, wo dann so zu den Lehrern hingehen konntest, aber das war auch irgendwie nur ein Jahr lang und da gab es das nie wieder. Und da, an dem Tag, habe ich eh schlechte Erfahrungen gemacht, weil du musst es überlegen, ich habe so eine Abfrage und da habe ich halt so eine 2 drauf bekommen. Und ich dachte mir so, hä, warum eine 2? Ich habe legit keine Aufgabe falsch genannt. Ich kann mich daran erinnern. Ja, da war Peter auch mit dabei. Dann gehe ich so zu der Lehrerin, frage sie so, ja, also ich habe alles bei der Abfrage richtig beantwortet. Warum habe ich da eine 2? Und dann sagt die so, ja, also ich weiß nicht, du hast so zu langsam geredet und deswegen habe ich dir einfach eine 2 eingetragen. Ah, perfekt, danke dir. What the fuck, Junge? Ja, also, und dann hat die noch so gemeint, ja, erstens hast du zu langsam geredet und zweitens waren das manchmal relativ einfache Fragen. Ja, warum hat sie mir da nicht einfach schwerere Fragen gestellt, frage ich mich. Hä? Digga, sie hat mir nicht mal die Option zur 1 gegeben. Digga, das ist, also ich weiß sie nicht. Ja, das doch, hat mich insane getriggert. Du hättest schneller reden sollen. Ja, sorry, dass ich einfach behindert bin und nicht reden kann. Ey, nicht behindert sagen. Du bist speziell, Moritz. Sagen wir es mal so. Stimmt. Apropos Schule. Wir hatten letztens, also der Moritz und ich, haben letztens im Deutschunterricht ein bisschen über die Romantik gesprochen und über so Künstler, wie zum Beispiel Novalis. Ein Künstler, der gerne mal in seiner Freizeit psychedelische ein bisschen ein paar Pilze und so geschmissen hat. Also die es halt damals gab. Und irgendwelche Texte geschrieben hat, die halt irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Kleiner Chunky. Und die haben wir dann halt im Unterricht quasi besprochen und haben halt so gesagt, wie genial das eigentlich ist. Und ja. Ultra genial. Ja, aber ich fand auch gut, wie du so gemeint hast, ja, also die Texte sind so ein bisschen unverständlich. Ja, haben die da ein bisschen Drogen genommen und dann unsere Deutschlehrerin so, ja, also meines Wissens nach hat der tatsächlich psychoerweiternde Drogen konsumiert regelmäßig. Wie sie das auch gesagt hat, das war... Dann hat die das dann auch so spezialisiert, ja, so safe hatten die damals schon ein paar Pilze. Boah, ja. Gras, so. Junge. Auch, das ist, aber ich stell's mir doch auch übel wack vor, als ob was ist das für ein Unterricht, den ihr gemacht habt? Deutsch, Lyrik. Deutsch, ja. Ja, ist übel wack, Junge, what the fuck. Wir haben auch da, ich glaube in der 9. Klasse oder so, 8., 9., haben wir so irgendwelche Epochen gemacht, Junge, what the fuck. Wen jucken diese scheiß Epochen? Also jetzt mal for real. Ja, true. Das Ding ist, ich habe jetzt schon alles wieder gefühlt über die Epochen vergessen. Ich weiß so, eine Epoche, Aufklärung, weil das haben wir irgendwie so ein halbes Jahr lang gemacht. Und deswegen, keine Ahnung, musste das. Gab es nicht auch mal irgendwie eine Zeit des Sturms und Drang oder so? Ja, das war da auch. Ja, okay, easy. So, aber wie gesagt, ich kann die irgendwie nicht auseinanderhalten. Also von daher, ich kann es so grob nennen, aber... Ja. Mehr auch nicht. Ja, Digga, auch so langweilig einfach, ich sag's dir. Ah, was nicht langweilig ist, wir hatten letztes Mal, hatten wir mal über Schlägereien geredet. Und das habe ich mir als Thema aufgeschrieben. Ey, warte noch, Lukas, okay? Ich muss noch mal zwei Zitate von diesen Wales bringen. Nämlich, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn diese singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen. Erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Und quasi der Inhalt des Ganzen ist, dass Menschen einfach mehr sehen sollen als jetzt als quasi dieses Rationale. Und deswegen soll man sich auch quasi nach innen kehren und philosophieren und dass es immer Sachen gibt, die man nicht weiß und man immer nach mehr sucht. Das stand quasi in diesen einzelnen Zeilen drin. Ey, aber da vergleicht man so Sachen wie Singen mit der kompletten Kunst und ja, Küssen Digga, mit der kompletten Romantik. So. Ich verstehe diesen Typen nicht. Du musst dir so überlegen, unsere Deutschlehrerin, ich bin halt auch einfach scheiße in Deutsch, aber trotzdem, die fragt mich dann immer so, ja, was könnt ihr denn damit gemeint haben? Digga, keine Ahnung. Und das Ding ist, selbst wenn ich so eine Idee habe, was der damit gemeint haben könnte, melde ich mich dann so, stotter dann komplett vor mich hin, wie so ein Idiotensohn, dann sagt die so, nö,
und dann bin ich einfach raus. Also weiß ich nicht. Also sagt die so, nö, und dann bin ich raus. Das Ding ist, ja, Peter, wenn du dich meldest, dann sagst du zwar auch erst so irgendwas Falsches, wo sie dann sagt so, nö, und aber dann kannst du dich noch irgendwie so saven oder so. Aber ich weiß nicht, ich krieg das bei ihr immer nicht hin. Ich, Digga, ich check diesen Typen einfach nicht. Das Geile ist, ihr müsst euch diesen Typen mal vorstellen, wie der so vor 200 Jahren, also das kam ja aus dem Jahr 1800, also das heißt, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren, ein Gedicht von Novalis, dass der irgendwelche, keine Ahnung, Pilze genommen hat und sich dann so denkt, ja, ich will ausdrücken, dass die Kunst extrem wichtig ist und dass man nicht nur rational denken soll, sondern zusätzlich zu diesem Rationalen auch ein bisschen diesen die Gedanken der Romantik mit einbringen soll, den er quasi so ein bisschen etabliert hat. Und anstatt das einfach so aufzuschreiben, schreibt er hin, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen. Ey, oder auch diese Wünschelrute. Ja. Digga, WTF, also das ist so, der hat dann irgendwie gab's dann so ein Gedicht mit so einer Wünschelrute. Digga, was, erstmal, es hat niemand gewusst, was eine Wünschelrute ist. Eine Wünschelrute? Ja, das ist so ein Ding, mit dem du Wasser suchst. Das ist legit, ich glaube, das ist einfach nur so ein Stock. Oh mein Gott, das habe ich schon mal gesehen. Da war nämlich, da habe ich immer so eine Doku mehr oder weniger drüber gesehen. Da war so eine Frau, die konnte nicht so gut schlafen und hat dann so ein ätherische Öle. Ja, nee, aber so ein Mann, nee, der halt so ätherisch unterwegs ist oder eine Frau oder so. Ach so, so meinst Geistig du. Geistig Verwirrte? Nee, ja. Spaß. Auf jeden Fall kam der dann mit so einem Koffer, Junge, hat er auch so einen Stock mit so einem Draht oder so oder mit so einer Feder vorne dran, die dann so immer up und down gebounced ist. Und okay. Ja, dann hat er so irgendwie Wasserquellen, die im Haus versteckt sind und die strahlen, hat er dann irgendwie ausfindig gemacht und damit irgendwas abgedichtet, damit die Frau besser schlafen konnte. Okay, und die hat den Schmann einfach gekauft, Digga. Der hat es mir einfach geglaubt. What the fuck, Junge? So wird man Millionär. Junge, halt echt? Du verkaufst den halt. Oder so Heilsteine, Bruder. Heilsteine sind ja die Krönung des absoluten Schwachsinns. Oder du gründest einfach gleich eine Sekte und verlangst dann so pro Wissensbuch dann einfach so 10k oder so. Digga, das ist es einfach. Das ist auch einfach so gefühlt die Masche von so Sekten. Lass einfach teure Bücher verkaufen. Oder machst du Vorträge und pro Vortrag musst du irgendwie so 1400 Euro einsetzen. Ja, haben. Junge, und dann labert da so ein Typ einfach so, keine Ahnung, ja, das ist die Heilung. Oder so. Ja. Aber das ist jetzt 1:1, so stelle ich es mir irgendwie vor, keine Ahnung. Ich will halt das Ganze jetzt nicht unbedingt schlecht reden, aber ich muss schon sagen, dass ich von so esoterischen Sachen absolut gar nichts halte. Und das meistens sagen die dir einfach so offensichtliche Dinge, die auf 99% der Leute passen. Ja. Und dann glauben halt manche Leute echt, dass ausschließlich nur sie gemeint sind und kaufen halt dann diesen Stein. Das ist halt einfach krass. Also ich meine, vielleicht ist es wirklich eigentlich nur so ein symbolisches Ding, wo du hast, ich habe jetzt so einen Stein, der soll dies und das machen und du glaubst halt daran. Und dann gibt es dir quasi ein besseres Gefühl so. Daran glaube ich schon, dass die da im Großteil drauf abzielen. Aber wenn da wirklich Leute drauf schwören, dass das dir unfassbar viel bringt, so einen scheiß Stein zu besitzen, ja, dann muss ich einfach nur aber sagen, das ist ja absolut du verkaufst keine Heilsteine, indem du sagst, Alter, das ist zwar einfach nur ein random Stein, aber der gibt dir jetzt ein gutes Gefühl. So, und jetzt kauf den. Ja. Also deswegen, so, wenn du das so sagst, dann wird es niemand kaufen. Ja. Die verkaufen das ja wirklich mit dem Ding so, ja, hier ist jetzt so ein Heilstein, dadurch wirst du geheilt einfach. Du kriegst so, weiß nicht, 10 HP pro Minute dazu oder so. Soll einfach what the fuck? Ja, true. Weiß nicht, das ist nicht so mein Ding. Ja, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Also, aber apropos geistig verwirrte Leute, ey, no joke, es war so dumm. Ich weiß gar nicht, wann war das? Gestern? Ja, gestern. War ich so in Würzburg und meine Mom sollte mich halt so abholen oder so. Und dann laufe ich so zum Auto von ihr, steig so ein. Digga, ist jetzt random einfach so eine Frau da drin. Und dann in eurem Auto? Ja, in unserem Auto. Nein, aber, ja, okay. Und jetzt die Story im Nachhinein. Meine Mom hat so gemeint, ja, also sie war halt so vom Einkaufen und ist so zurückgefahren. Und auf dem Parkplatz vom Einkaufen hat sich so eine random Frau so
quasi so halb vor ihr Auto geworfen. Hat sie gemeint, oh Mann, ich habe mir meinen Fuß verknackst und können Sie mich kurz mitnehmen? Und meine Mom, hilfsbereit, wie sie natürlich ist, denkt so, ja, okay, komm. Aber Digga, no joke, die war so geisteskrank. Das Ding ist, die hatte auch irgendwie kein Ziel. Die wollte dann einfach nicht zum Arzt, obwohl sie sich irgendwie den Fuß gebrochen hatte. Aber hatte, und wollte nicht nach Würzburg, also so die nächste größere Stadt halt. Und wollte aber, und wollte, so hatte das Gefühl, kein Ziel. Und wusste nicht, wo sie ist. Digga, die war, und dann haben wir sie einfach random an so einem Straßenrand halt wieder rausgeworfen. Also ich sage so, wie es ist. Ich war so fucking froh, als sie endlich draußen war. Die hat auch so gestunken, keine Ahnung. Digga, die war es auch wirklich nicht. Und die hat meine fucking Kekse, meine Mom hat mir extra Kekse mitgebracht, ja, vom Einkaufen. Die hat sie einfach leer gefressen. Feige. Junge, du bist so mitgenommen und frisst erstmal Kekse leer, Junge. Hey. Let's go. Ja, aber wie gesagt, das Ding ist, die hat auch irgendwie Corona, glaube ich, nicht gecheckt, weil die wollte so so einem Restaurant. Aber das Ding ist, die haben ja eh nicht offen, also keine Ahnung. Das war sehr verwirrend. Ja, du kannst nur mit Abholung machen. Ja. Apropos, worauf ich jetzt eigentlich raus wollte. Schlägereien. Ist big Thema. Alter Junge, ich esse nebenbei die ganze Zeit Salzstangen, jetzt ist mein Mund ganz trocken. Also, apropos Schlägerei. Moritz, hast du schon mal einen richtig mies weggeboxt? Also selbst wenn ich die Situation gehabt hätte, hätte ich niemanden richtig wegboxen können, weil meine Arme sind fucking Strohhalme. Also weiß ich nicht. Peter, hast du schon mal einen richtig mies weggeboxt? Also sagen wir es mal so, also ich habe jetzt niemanden krass geschadet oder ich hatte auch keine Schlägerei, wo ich wirklich irgendwie aus Wut oder so jemanden komplett weggeboxt habe, also eigentlich nein. Also wenn ich mal eine Schlägerei hatte, dann habe ich zum Teil auch kassiert und ich habe, wenn der irgendwie am Boden lag oder so, keine Ahnung, ich habe halt nicht nachgetreten und ich habe eher versucht, so ein bisschen einfach nur auf den Boden zu schmeißen, so um halt jetzt nicht wegen Körperverletzung im Bauch zu landen. Ja, wäre vorteilhaft, jetzt, sag ich mal. Jetzt schön meine Story. Und zwar, ich hatte noch nie eine richtige Schlägerei, aber einmal. Nee, jetzt kommt die Ben-Story. Hab ich ein mies. Ja, jetzt kommt die Ben-Story, okay? Ihr müsst euch vorstellen, Ben damals schön seit der 7. Klasse in meiner Klasse gewesen, ja? Und dann müsst ihr euch vorstellen, kam der Tag. Ja, Ben ist so ein kleiner. Ja. Ich sag immer, ich bereite mich nie auf den Unterricht vor, so mäßig. Lernt dann aber trotzdem alles auswendig, wirklich. Der weiß es einfach. Also ein Spaß. Nee, einer, der sagt, yo, ich bereite mich nicht vor, hat sich aber extrem gut vorbereitet. Weißt also du, so Ben ist dann auch so jemand, der sagt, Alter, ich hab ultra verkackt. Ja, und genau, hat dann so eine 1. Dann kriegt er trotzdem eine 1, genau. So einer ist er, okay? Ist ja im Prinzip auch nichts Schlechtes. Naja, weiß ich nicht. Ja, ist halt ein bisschen. Schon Abfuck. Ja, das ist es. Und dann hatte er halt so gemeint, haben wir halt was geschrieben, er wieder so, ja, Digga, ich hab so wenig gelernt, ich hab safe eine 5 oder so. Dann, nächster Tag, wir bekommen die Ex direkt raus, Junge, der Typ war geisteskrank, geisteskranker Hustler im Korrigieren, er war immer schon so eigentlich am selben Tag noch fertig, aber, ja, dann haben wir es halt immer am nächsten Tag bekommen. Und dann hat er wieder, kurz bevor wir es rausbekommen, ja, ich habe safe eine 5 oder so. Ich habe so verkackt. Wir bekommen es raus. Was hat er? 1 minus. Dann, ich. Ist ja quasi wie eine 5. Ja, ist fast. Ja quasi wie eine 5. Nur, dass wir halt nicht in der Schweiz sind, hat er sich leicht im Land vertan. So warte, in der Schweiz sind die Noten so umgekehrt? Ich glaube schon, ich weiß nicht, ob es actually oder in Österreich, keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, ob das eine 5, eine 1 ist. Digga, ich habe auch keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall hat er so, ja, die Stars ist mega trash. Und dann, warum habe ich keine 1 mit voller Punktzahl? Junge, hat sich übel aufgeregt. Dann ach so. Ich Sache, hab eine 4 minus, okay? Digga, dann, er hat mich die ganze Zeit so ausgelacht, so, ja, du fucking Loser und so.
Digga, und dann, wir waren auf dem Pausenhof und ich hab ihm so eine in die Fresse gezimmert, das hast du noch nicht gesehen. Der Kerl, oha, toxisch, die ganze Pause, ja, der hat die ganze Pause dann einfach geheult, aber es war's mir wert. Es war's mir so wert, Digga, der ist, ich war so sauer, ich war so insane so sauer. Kennt man dich gar nicht. Ja, kennt man mich nicht. Und das ist dann auch nie wieder passiert. Ich habe mich dann auch schön entschuldigt, ich glaube 2 Tage später, als es meine Wut sich langsam beruhigt hat. Aber da bin ich wirklich, also der Kerl hat mich einmal so zum Überlaufen gebracht. Es war der Wahnsinn. Oha, ich wusste auch gar nicht, wo ich die Kraft hergenommen habe. Er hatte so einen Abdruck von meiner scheiß Hand im Gesicht, Junge. Es war der What the fuck? Als Augen. Ja. Hat er das eigentlich gepetzt? Nein, obvious, sonst hätte ich ihm nochmal eine gedrückt, Junge. Ich hätte verstanden, Digga, wenn du denen so eine klatscht, Digga. Ja, hätte ich. Also ich hätte an seiner Stelle einfach zurückgeschlagen, aber ich weiß nicht. Junge, es ist der hätte er zurückgeschlagen, hätte er nochmal eine kassiert, what the fuck. Aber also das, ja, Digga, hätte in dem Moment hätte er nichts machen können. Außerdem waren wir ja Freunde. Oder ja. Also, Freunde. Weiß ich. Ja, da es war halt einfach mal der Tag, da musste es raus. Da musste es einfach raus. By the way, der Name Ben ist obvious natürlich wieder frei erfunden. Der ist abgeändert. Ja. Der ist abgeändert. Ja. Und das war meine Hand ins Gesicht-Story. Ich sagte, wir bräuchten eigentlich so ein Disclaimer am Anfang. Alle Handlungen sind frei erfunden oder sowas. Deckert. Das wollte ich auch irgendwie fühlen. Seid ihr irgendwann. Wir bräuchten so einen Jingle. Das müssen wir einführen. Ja. Junge. Wir bräuchten dann irgendwie so einen Waffel, der dann irgendwie so singt, in diesem Video sind alle Orte und Figuren frei erfunden und alle Geschehnisse wurden sich vorher von der Redaktion ausgemalt. Junge, und jetzt viel Spaß. Tschüss. Wenn du so ein insane nice Intro hast, Digga, dann ist es einfach sehr nice, muss man sagen. Also ich weiß nicht, es gibt nicht viele sehr nice Intros, aber so ein paar, wo ich immer wieder sage, Digga, das ist Joy. Weiß ich nicht. Ja, und dann denkst du immer so, wenn du das anschaust, Alter, nice, endlich wieder. Oder so, keine Ahnung. Das war jetzt ein bisschen random, aber. Ja. Ja, aber no joke. Ich fand damals, vor 5, 6 Jahren oder so, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber ihr kennt auch noch bestimmt Taddle. Ich fand seine Openings richtig geil. Also, die haben mich immer richtig aufgeheitert. Zum Beispiel bei Smash oder bei damals. Gab es noch so Pokepark, keine Ahnung, so ein Pokémon, ein anderen Pokémon, und muss halt andere Pokémon als Freunde sammeln. Klingt heute eigentlich ziemlich bescheuert, aber war damals halt noch cool. Und wenn ich mir aber dann auch so von so Standard-Minecraft-YouTuber so diese Openings ansehe, dann denke ich mir so, oh Mann, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr wirklich drauf gehabt. Vor allem, wenn es dann irgendwie so einen einfach nur der Name war, der dann irgendwie komisch rumfuchtelte. Die meisten Minecraft-Intros, Digga, die waren epileptischen so weird. Anfall bekommen, weil da so viel Farben die ganze Zeit waren. Junge, diese Minecraft-Intros, die waren es auch einfach nicht. Also, keine Ahnung. Es gab so, ja, maximal irgendwie einen YouTuber, der nice hatte oder so. Also, keine Ahnung. Ja, es gab wirklich nicht viele. Ja. Welchen würdet ihr sagen, fandet ihr ein sehr nices Intro? Oh, das ist schwierig. Also ich hab's ja schon gesagt, Taddle. Ja. Oder meint ihr es bei Minecraft? Naja, muss nicht unbedingt bei Minecraft sein, aber. Das Ding ist, ich finde InScope sein Intro sehr wild. Ja, ich meine, das ist jetzt kein OG-Intro, aber zählt, würde ich sagen. Jo. Das Ding ist, oder auch so ein, wenn du so ein nice Intro von irgendeiner Kinderserie oder sowas damals immer gesehen hast. Junge, die waren auch immer Baba, muss man sagen. Digga, du hattest gleich gute Laune, als so 5-jähriger Butchi, wenn dann so irgendwie so deine Lieblingsserie oder sowas kam. Immer zu wild. No joke, einfach Dragon Ball damals. Damals, als man immer noch sich nach der Schule, nach der Grundschule meistens noch vor dem Fernseher gesetzt hat und dann irgendwie, keine Ahnung, für mich war es ja damals immer, ich habe damals mit Felix immer One Piece und so geschaut, Dragon Ball auch, Yu-Gi-Oh! Haben wir ja damals immer anders abgefeiert, ihr wart ja nie auf diesen Hype. Ja, ich war jetzt halt null in der Szene drin, deswegen, keine Ahnung.
Kann ich dazu halt nicht sagen. Aber das war schon echt eine geile Zeit. Ja. Aber was wir damals aber, glaube ich, alle gesehen haben, war Cosmo und Wanda. Ja, ich glaub, SpongeBob auf jeden Fall. Ja, und alles, was auf Nickelodeon lief oder auf... Später kam man auch der Disney Channel. Ja. Was man wirklich sagen muss, die Stimme von fucking SpongeBob ist insane nice gemacht. Also, weil meistens ist ja dann entweder so, dass irgendwie so, wenn du so eine deutsche Synchronisation oder sowas hast, dass es dann meistens eher beschissen ist oder so, würde ich jetzt mal sagen. Aber Digga, die Stimme von fucking SpongeBob ist im Deutschen so insane nice. Also wirklich. Wollt ihr mal was Witziges hören? Ja. Ich habe mich mal mit dieser Stimme oder generell ein bisschen mit Synchronisation zusammengefasst. Und dieser Synchronsprecher von SpongeBob im Deutschen heißt Santiago Ziesma. Und der immer, wenn, keine Ahnung, irgendwann so ein kleines Kind oder so, den auf der Straße trifft, das hat er mal im Interview gesagt und sagt das irgendwie war zu beim seiner Bäcker. Mama. Das habe ich auch mal gesehen. Ja, zum Beispiel beim Bäcker. Und dann sagt er so, ja, Mama, bist du, oder fragt er, also das Kind fragt nicht Mama, sondern halt den Herr Ziesma selber, ja, bist du SpongeBob? Und er sagt dann so, ja. Und dann imitiert er halt die ganze Zeit SpongeBob. Ich kann es jetzt nicht. Und keine Ahnung, bringt dann halt so Phrasen wie, hey Patrick oder sonst was. Und keine Ahnung, macht die Kind halt eine Freude. Junge, das finde ich halt extrem nice. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ja. Da habe ich auch irgendwie mal so auf ich glaube auf Instagram war das safe, irgendwie so ein Guy gesehen, der dann halt so gesagt hat, Alter, ich habe SpongeBob getroffen. Und dann hat er halt so eine Videobotschaft in dem Sinn so gemacht, weißt du, für die Person. Mhm. Also, auf jeden Fall sehr korrekt. So ein Süßi, Digga. So ein Feini. Ui. Ui. Junge, hier. Moritz, wir haben ja letztes Mal, habe ich dir ja hier 16D, das ist eine Video. Ja. Gesagt, sollst du dir mal reinziehen. Hast du es dir reingezogen? Und ja, wenn ja, wie findest du es? Erstens, ich habe es mir reingezogen, zum Glück, da du mich nochmal dran erinnert hast, sonst hätte ich dieses andere vergessen. Mhm. Aber ich muss sagen, okay, es war jetzt nicht Trash, aber ich weiß jetzt nicht. Ist jetzt auch nicht der Shit, wo ich sage, Alter, insane nice. Also meistens... Ja, ist es nicht. Das Ding ist generell... Digga, ich saß... Du musst dir aber dieses Feeling vorstellen, wenn du in deinem Bett liegst, es ist alles dunkel und dann ziehst du es rein. Das ist sehr wild. Das Ding ist, ich bin generell so ein Guy, wo meistens die Originale von egal welchem Song mehr feiert als dann irgendwie ein Remix oder irgendwie so eine abgeänderte Version. Also weiß ich nicht. Ja. Mhm. Aber zu deiner Sache, die du mir empfohlen hast, offen und ehrlich, der YouTube-Channel, kann ich nur sagen, habe ich mir sehr viel reingezogen letzte Woche. Ich hätte actually nicht gedacht, dass du so viel davon reinziehst. Also ja, doch. Ich habe mich hier Dubai-Influencer ja, Junge. In Klammern sauer. Digga, es ist zu wild. Ja, also dieser Prinz hat da seine Tochter entführt und die festgehalten. Aber trotzdem ist Dubai nice. Junge, ich habe mir auch... Warte, da gab's so diesen... Ah, ich habe gerade vergessen, wie der Typ heißt. Aber da gibt's so ein... da hat KuchenTV über den so ein Video gemacht. Er ist halt auch so ein Dubai-Influencer. Und Digga, dem sein Antwortvideo war auch dieses andere dumm. Also es hat mich so insane getriggert, als ich das Video gesehen habe. Holy shit. Mhm. Also keine Ahnung. Also wirklich, vor allem auch dieses Smile-Secret-Ding. Es hat mich einfach so sauer gemacht beim Zuschauen. Ey, ja. Ja, Junge. Also Digga, die haben einfach so ein 5-Euro-Ding von Alibaba, verkaufen sie einfach hier für 120 Euro oder so. Und ey, generell, dieses... Es bringt aber nichts. Ja, oder auch dieses, warte... Diese Zahnspange von Smile, Dr. Smile. Digga, das triggert mich so insane. Da kommt ja sogar Werbung im Fernsehen auf irgendwie RTL oder so. Von Digga, das Drecks-Dr. Smile. Das kann ich aber nicht glauben. Die sind, ja, vor allem, und das kostet ja nicht wenig, so eine Werbung. Also, das und ist insane. Ich raff nicht, wie sollen das eigentlich, also wie, die stellen sich das ja vor, dass die Leute denken, yo, ich klatsche mir hier so eine Dr. Smile-Ding rein und meine Zähne werden gerade. Aber wie will das denn ohne Kontrollen beim Kieferchirurgen oder beim Kieferorthopäden? Wie soll denn das halbwegs dann funktionieren, Digga? Ja. Also,
Oder auch so generell, das ist ja basically nur so eine Plastikschiene, so ein Plastikstück, was du auf deine Zähne machst. Wie soll das denn dann deine Zähne gerade machen? Also, I don't know. Das ist aber das nur wie so eine Hülle. Wie als würdest du dein Handy in eine Hülle packen. Mehr ist es nicht. Ja. Aber da kann ich mir auch wieder nicht vorstellen. Wer denkt sich so, Alter, nee, ich gehe nicht zu einem Arzt, sondern ich gehe zu Dr. Smile. Also jetzt, no joke, what the fuck? Wer denkt sich das? Ja. Also da musst du auch wirklich, da musst du auch schon ein bisschen dumm sein. Aber generell, es gibt ja übel viele so Shops, die dann einfach nur so ein Alibaba-Produkt nehmen und es einfach hier teurer weiterverkaufen und ultra smartes Marketing dazu anstellen. Also einfach solche Instagramerinnen, halt so das Product Placement machen lassen. Das Ding ist, ich habe auch generell so dieses Gefühl, so diese 0815 Instagrammerin nimmt auch einfach ersten, die hat so, es gibt so ein paar Punkte. So, macht so richtig random Stories. Dann nimmt sie jedes Scheiß-Placement, was sie in die Finger bekommt, an, egal was, egal wie scheiß das Produkt ist. Und keine Ahnung, es hat irgendwie kein richtig spannendes Leben so gefühlt. Also ich weiß nicht. Weil du das gerade angesprochen hast, dieses mit dem Gendern. Es fuckt mich auch richtig ab. Ich meine, diese Pulsreportage war ja ziemlich im Trend und jeder hat sie eigentlich gesehen, wo die Sexismus im Gaming oder so machen. Wo sie es dann auch einen Tag später wieder gelöscht haben. Ja. Aber jeder hat es eigentlich, jeder kennt das Video. Ja. Und die sagt dann immer, die gendert ja wirklich jedes einzelne Kackwort und das würde mir so auf die Eier gehen. Deshalb kann ich mir das auch gar nicht mehr reinziehen. Das Ding ist, dass warum sagt die nicht falsch am Anfang, stellt euch irgendwie vor, als würden wir jedes Wort gendern, aber wir machen es halt nicht, weil es halt nicht so cool klingt. Nee, das Ding ist bei der Pulsreportage, ich verstehe das Gendern bei ihr nicht. Also, weil die ja da manchmal gendert die ganz normal, was ich jetzt weiß ich nicht so nice finde, aber okay, kann man ja machen. Aber die gendert dann manchmal so Sachen, wo die eigentlich nur Frauen anspricht. Und du genderst, du machst halt dieses Gender-Dingens, dass, wenn du alles ansprichst. Also das verstehe ich nicht. Also, weiß ich nicht. Das habe ich bei dieser Pulsch-Reportage einfach nicht verstanden. Ja, auf jeden Fall. Vor allem bei der, ist es ja auch so, die haben ja selber für sich diese Regelung aufgemacht. Das, im Deutschen benutzt man ja immer für das Plural das generische Maskulinum, also keine Ahnung. Die Gamer oder, also sagen wir mal im Deutschen, die Krisenhelfer als Beispiel. Und dann sagen die halt in der Pulsreportage immer, ja, wenn man zum Beispiel Chirurg, macht man dann eine Pause und dann hängt man so ein Innen dran, also Chirurg innen, die man halt hört. Aber sie hat diese Reportage ausschließlich für Frauen gemacht, also für Gamerinnen, ohne halt diese Pause, also einfach Gamerinnen. Ja, und das war halt das, was ich dann nicht gecheckt habe. Was ich halt noch weniger checke, Digga, ist, warum man erstmal, also wir können gar nicht meinetwegen auch gleich auf dieses Statement eingehen, weil die haben ja so ein Statement hochgeladen, wo sie dann zwar einen Teil ihrer Fehler vielleicht eingesehen haben, aber nicht wirklich auf diese Frage eingegangen sind, warum sie jetzt irgendwie so eine falsche Reportage überhaupt hochgeladen haben oder warum sie denn so falsch gendern, sondern bei denen ging es halt hauptsächlich darum, mal zu zeigen, dass Frauen halt generell im Gaming und überall halt benachteiligt werden. Und egal, wie das Ergebnis jetzt von dem Experiment war, man muss irgendwie beweisen, dass Frauen beleidigt werden. Und deswegen hat man sich einfach so einen Handlanger bestellt, der die einfach beleidigt. Ja. Es ist dann werden einfach die Teammates beleidigt, also nicht beleidigt, aber halt irgendwie, also halt als komisch dargestellt, wenn sie sich nicht irgendwie dagegen wehren oder wenn sie nicht darauf reagieren, wenn irgend so ein random Typ, der im selben Team spielt wie die Ariane oder wie hieß die? Ariane Alter oder so. Ja, genau. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich spiele kein Valorant, aber ich glaube, dass man auch sehen kann, wer jetzt in einem Team spielt. Und das heißt, entweder haben die halt gesehen, dass die halt im selben Team sind und haben sich gedacht, das ist eh nur irgendein Dreck so. Warum sollte mich das interessieren? Oder selbst wenn man das nicht sieht, wenn du irgendwie so beleidigt wirst, so maybe you just need a real guy, dann mutest du den halt einfach. Ja, aber das Ding ist, auch dieses maybe you just need a real guy, das würde niemand im Sprachchat sagen, so Dicker. Also keine Ahnung. Da merkt man einfach so, keine Ahnung, die haben sich halt nur mit Gaming auseinandergesetzt. Also obvious, Digga, die sind fucking 50.
Also gefühlt. Aber also, ihr könnt mir eine Sache könnt mir nicht erzählen. Also die hat ja gemeint, die hat da irgendwie 7 Stunden am Stück gespielt. Die kann mir nicht erzählen, dass da nicht mal irgendwann eine Antwort von irgendeinem Teammate kam. Ja, also safe. Wirklich keine Ahnung. Das war anders. Gecallt haben, yo, dies, das. Das war anders tatsächlich. Die haben nämlich 7 Stunden gespielt und haben keine Beleidigung bekommen in diesen 7 Stunden. Was eigentlich schon so gut wie unmöglich ist. Ich meine, ja, wenn du wirklich, irgendwie... Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Du musst dann eine Beleidigung bekommen. Aber ich dachte, das Main-Ding ist doch... oder vielleicht... Aber wollten die nicht auch... Also, die haben ja einen eingeladen, der die ganze Zeit beleidigt. Ja. Das war danach, nach den 7 Stunden. Weil nachdem so. Das Experiment gescheitert ist, haben sie es einfach abgeändert, so. So in Richtung, dass quasi egal, wie der Sexmoment endet, Frauen werden auf jeden Fall benachteiligt in Gaming. Wir müssen das jetzt irgendwie auf Schritt und Tritt auf jeden Fall jetzt beweisen. Das Ding ist, wie gesagt, so den einzigen Punkt, den ich dann irgendwie nachvollziehen könnte, ist, dass du dann so sagst, ja, im Gaming, da gibt es halt einen Haufen Simps, die dann einfach irgendwie, keine Ahnung, also so, aber so den Rest, ich weiß nicht, das habe ich nicht, das vor allem, dann nicht gecheckt. Ich muss halt legit zugeben, dass ich manche Themen, so was diesen Feminismus angeht, tatsächlich, jetzt hatet mich nicht, aber ich verstehe das zum Teil auch. Ich finde auch tatsächlich, Frauen, so ist es nicht gleichberechtigt, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ja, man braucht jetzt zum Beispiel eine 50-50-Quote in den Vorständen. Aber ich finde halt, dass Frauen halt allein von der Genetik her an manchen Dingen halt einfach an sich benachteiligt sind. Ich meine, sie bekommen Kinder, das heißt, sie sind manchmal, was so Arbeit oder ja. höhere Positionen angeht, generell benachteiligt. Das stimmt schon, sie bekommen zum Teil weniger Gehalt. Das muss auf jeden Fall abgeschafft werden. Und keine Ahnung, an sich, das ist halt so genetisch vorgesehen. Und ich finde, dann sollte man Frauen zum Teil auch bevorzugen. Zum Beispiel im Sport werden die ja auch bevorzugt. Und das ist ja absolut kein Problem, dass zum Beispiel jetzt ein Mann fast doppelt so viel reißen muss für dieselbe Note. Und yeah. ich finde auch nicht, dass es irgendwie schlimm ist. Ich finde es bloß dann schlimm, wenn sich dann irgendeine Ariane Alte hinstellt und sagt, ja, ich bin hobbymäßige Feministin und wir gehen jetzt auf die Straße, befragen irgendwie 10 Leute, ob sie irgendeinen Schauspieler kennen. Und dann fragen wir später, ob die Leute Schauspielerinnen kennen. Und dann sagen die natürlich, wenn die Schauspielerinnen sagen, dann würden sie natürlich auch mehr Frauen ansprechen. Ja, weil die so Frauen, doll betonen. Ja, ich meine, also, bei Schauspieler denkst du halt, keine Ahnung, an Brad Pitt, Angelina Jolie, an Leonardo DiCaprio. Da würde ich vielleicht eine Frau oder so erwähnen, weil an den ganz berühmten Schauspieler denkst du halt eher so an Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio. Yeah. Wisst ihr, was ich meine? Und ich finde generell, diese ganzen Experimente, die sie halt gemacht haben, beweisen eigentlich nur, wie umständlich dieses Gendern ist. Ja, das Ding ist, ich verstehe ja sogar, wenn sie meinen, so, ja, man braucht dafür irgendeine Lösung. Okay, aber, weiß ich nicht, das ist doch dann, also die Lösung, die sie haben, ist halt in meiner Opinion jetzt nicht so optimal, sag ich mal. Und deswegen, das ist halt auch sowas, was ich nicht check. Also ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, Thema-Switch an der Stelle. Keine Ahnung, ist. Ja, ist aber warte, eine Sache habe ich noch. Ihr habt doch auch safe dieses von KuchenTV gesehen, wo der auf diesen TikTok-Kanal da eingegangen ist, oder? Ja. Ja. Mit dem Tampon-Shaming oder so, ne? Junge, ganz ehrlich, wer, also, ja. Schaut euch einfach an, alle, die das genauer wissen wollen, schaut es euch einfach an, die Videos von KuchenTV dazu. Ist sehr, 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 sehr gut. Die haben einfach nur gefragt, ja, warum ist es Blut in der Werbung nicht rot? Ey, no joke, das ist ja mal das Dümmste, warum, was ich jemals gehört habe, jetzt no joke. Warum verwenden sie wirklich keine echte Scheiße, wenn sie irgendwie Pampers vorstellen oder so? Weil es vielleicht abstoßend ist? Ja, vor allem, ich verstehe halt nicht, was... Weil vielleicht Leute das wirklich widerlich finden? Ich verstehe halt nicht, was darin schlimm sein soll, dass sie kein echtes Blut verwenden. Also, jetzt... Weiß ich nicht. Ja, halt echt. Ich check die Begründung, also die... Warum wollen die das jetzt, also, ja, wirklich... Ja, aber die laden ja auch wirklich alles hoch. Du kannst, an alles kannst du ein Shaming hinhängen und die machen ein Video dazu. Ja, es true. Ist jede Scheiße. Und das macht mich irgendwie ein bisschen sauer. Das Komische ist halt, gerne,
jetzt können wir ganz dicken Thema switchen. Ja, ich will noch ganz kurz eine Sache sagen. Ja. Also das Komische dabei ist halt, wenn man dann sagt, ja, in den Werbungen, was halt dann irgend so ein 6-jähriges Mädchen dann sieht, soll natürlich halt keine echte Scheiße oder kein echtes Blut halt gezeigt werden. Das ist halt einfach appetitlicher, sagen wir es mal so. Und ich, keine Ahnung, warum, ja, du willst man, ja ein Produkt warum diese verkaufen. Leute irgendwie offen, also was das Komischste ist, irgendwie der Kanal ist irgendwie mitreden und da darf man halt nicht mal mitreden. Weil ja, Kommentare sind deaktiviert. Also, naja, egal, also wir können Thema switchen machen. Ja. Wir können zum Thema Trimax Show switchen. Oh mein Gott. Als letztes Ding noch aufgeschrieben habe. Ja, wir haben gestern uns die Trimax-Show reingezogen. Das ist basically. Ich finde auch krass, also die haben ja Teil. Jedes Spiel, die haben ja die Rechte zu jedem Spiel, das ist ja alles von Stefan Raab gefühlt, ne? Haben die ja jedes Recht gekauft, dass sie spielen durften. Ja. Das ist insane. Ja, Junge. So ein Game. Weißt du, keine Ahnung, Ey, aber ich finde es halt auch krass, dass der das halt alles bekommt. Also, der muss ja so, der hat ja diese Game Show, also Schlag den Raab an sich, hat der in so viele Länder weiterverkauft. Also, diese Rechte, Digga, das ist insane. Ja. Aber wie viel denkt ihr jetzt? Wie viel schätzt ihr? Ja, aber ich dachte jetzt mal for real, wenn du da irgendwie ein Game hast, was halt da gespielt wurde, dann kannst du es doch auch einfach spielen, oder? Du musst da doch nicht richtig die Rechte für kaufen. Ja, das verwirrt mich auch irgendwie. Also, wenn du so eine Show kopierst an sich, also dann obvious muss dann ein bisschen was sein. Aber diese Games verwirrt mich auch, dass du die nicht einfach random in der Show spielen darfst. Ja. Ja, keine Ahnung. Aber vor allem, also jetzt zum Beispiel so dieses an der Wand, diese Punkte schlagen, so bei diesen Reactions. Ja. Meint ihr, dafür muss man dann auch eine Lizenz kaufen? Weil im Endeffekt hat das ja auch irgendjemand erfunden, aber bei sowas ist es dann halt so, keine Ahnung. Ja, da kaufst du halt das Gerät, keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, da musst du auch, wenn du das im Fernsehen machst, auch eine Lizenz oder so. Aber ich habe edgy, keine Ahnung. Aber warum? Also, hat Stefan Rath es erfunden? Ich glaube nicht. Und ich weiß noch nicht, ob er da die Lizenzen auf jedes Spiel, vor allem da waren so Spiele wie Errate, YouTube-Video-Klicks oder... Ja, ist auf sowas, also auf sowas obvious nicht. Da musst du, weil das ja, die haben sich ja eher selber dann ausgedacht. Aber so manche Spiele. Oder auch so dieses generell, dieses Format musst du dann einkaufen. Vor allem das geilste Spiel von allen fand ich eigentlich, also das, was ich gesehen habe, war dieses, wo sie sich irgendwie Rücken an Rücken gesetzt haben und die dann irgendwie die gleiche Antwort geben mussten auf so persönliche Fragen über den anderen. Mhm. Und ich habe mir auch so vorgestellt, wenn zum Beispiel, also Moritz und Lukas, wenn ihr beide oder wenn ich mit einem von euch da irgendwie drin sitzen würde und es irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Leute oder so zusehen und du weißt nicht mal, wann der andere Geburtstag hat oder so und dann bist du aber komplett lost. Das ist nicht ganz übelst peinlich. Das ist sehr peinlich, da ganz dick F in die Kommentare. Ja, Junge. Aber warte, die haben alle, also so zu Geburtstag und so Basic-Fragen haben die, glaube ich, gewusst, oder? Ja, haben die gewusst. Ja, besser ist auch. Also das wäre legit so insane peinlich gewesen. Oh Mann. Ja, ich meine halt nur so als allgemeines Beispiel. Junge, das müsste man eigentlich auch mal machen. Das wäre funny, so als Special-Folge müssen wir eigentlich mal so Fragen-Dings vorbereiten. Ja. Aber das müsste man ja dann auch im Videoformat machen. Das könnte man da jetzt nicht... Ja. Das finde ich irgendwie aber auch das, low, wenn man das könnte man, macht. Das könnte man mal im Keller Sinn machen einfach. Aber so jetzt ohne Dingens. Das wollen wir nächste Woche da ein Video drüber drehen? Also ich hätte da Bock, dass wir uns so drei Spiele aussuchen. Und keine Ahnung, wir holen noch ein paar dazu. Waffel und Felix oder so. Und dann heißt halt einer so ein Teil-Moderator oder so. Und der stellt da die einzelnen Aufgaben vor. Und dann sind es halt Team gegen Team. Also das wird jetzt quasi Scheiße. Jetzt... Scheiße. Ich hätte echt... Ja, das müssen wir safe darüber. Machen. Ey, bevor wir Schluss machen, oder? Habe ich noch eine Sache. Ich habe, also ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon gemacht hast. Oder warte. Also ich habe jetzt mein Gesundheitszeugnis-Dingens für unser... Für die Schule haben wir so ein Seminar. Und da muss ich so ein Gesundheitszeugnis machen. Und Junge, das war so dumm. Das hat mich so abge... Also das war wirklich die logischste Scheiße der Welt. Du musst dir so überlegen, da haben wir so ein Video
was du reinziehen musstest. Digga, da haben das Video ging so 15 Minuten lang. 10 Minuten, legit, war einfach nur der. Die AdSense-Einnahmen mitgenommen. War so ein Video, ja. Es gibt Krankheiten und wenn man Hände wäscht, dann kann man diese Krankheiten abtöten. Und das war so 10 Minuten Content und der Rest war halt irgendwie so random Gelaber oder irgendwelche Kapitel oder sowas. Nice. Keine Ahnung, dann gab es so einen Merkbogen, der nochmal genau dasselbe gesagt hat, was in dem Video war, wo so, ja, wasch deine Hände. Und dann gab es so einen Test, ja, wie lange hält das Gesundheitszeugnis oder so und dann, keine Ahnung. Wie lange muss man Hände waschen, Moritz, damit alles weg ist? Das wird dann in dem Video nicht genannt, deswegen weiß ich es leider nicht. Ja, es wurde nur gesagt, wasche deine Hände, mehr nicht. Ja, perfekt. Ich glaube, man muss Hände wirklich mindestens 30 Sekunden waschen, damit du halt auch alle Zwischenräume und so bei den Fingern und so hast. Bildungsauftrag glaub, so heute wird auch schon mal erfüllt, würde ich sagen. Ja, wascht eure Hände 30 Sekunden lang. Und danach spuckt nochmal drauf. Ja. Oder ihr müsst so ein Kanister mit Desinfektionsmittel vorbereiten und da eure Hände eine halbe Stunde reinhalten. Dann seid ihr immun gegen alles. Direkt. No joke. Und dann müsst ihr ihn trinken. Jungs, zudem zu diesen 30 Minuten irgendwie ein Desinfektionsspray Hände halten, da fällt mir eine richtig geile Geschichte ein. Ich habe mal so einen Anime gesehen auf Netflix, der heißt Baki, und das ist halt irgendwie so ein Anime, der irgendwie über die stärksten Menschen der Welt oder so berichtet oder quasi wie so sein könnten und auch über so Gefängnisausbrecher, die quasi jetzt auf der Suche nach einer Niederlage sind, und da gab es halt einen, der ist irgendwie Nagasaki oder so, der hat seine Hand irgendwie jeden Tag täglich so ein paar Minuten oder so in pures Gift, in die tödlichsten Giftsorten der Welt gehalten, bis seine Hand halt komplett weggeätzt ist und hat sie dann wieder in, also kurz danach, kurz bevor halt die Hand irgendwie komplett weggeätzt wäre, hätte er sie irgendwie in einer Lösung halt, in so einer Heilkräuterlösung oder so getan. So Antigift. Und dann halt wieder in dieses Gift rein, damit er halt irgendwann so eine Gifthand hat, indem er halt durch Berühren quasi so die Atemwege rauben kann oder Menschen halt einfach vergiften kann. Wie die dumm, Sand. Junge. Das ist übelst krass. Ja, sehr, sehr. Imagine, das würde in Real Life funktionieren. Okay, das wäre, what the fuck, und dann fasst er dich so an oder bist du vergiftet? Junge, zu wild. Hä? Mega nice. Alter, lass machen, lass ausprobieren. Ja. Okay, dann nennen wir euch nächste Woche unsere Erfahrungsberichte mit einer Gifthand. Ja, also bis dahin bleibt gespannt. Wir haben noch was Wichtiges vergessen. Ah, stimmt. Die Playlist. Wir haben eine Playlist, die heißt Auf die Ohren auf Spotify. Da sind derzeit 28 Songs drin. Jeder packt 2 Songs, jede Folge rein. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar packe ich den neuen Song von Data Luff rein. Luff. Racks Up. Den packe ich rein in die Playlist. Und ja, jetzt könnt ihr erstmal was reinballern. Ich habe mir extra gestern überlegt, was ich reinpacke, und ich habe es wieder vergessen. Ah, ich weiß. Ich will Exhausted reinpacken. Weil erstens ist ein Banger-Hit und zweitens gibt's, also ist der actually nicht so bekannt. Also der, den, ja, verwirrt mich auch irgendwie, dass der nicht so bekannt ist, und deswegen Empfehlung. Ja, na, also der Song an sich ist schon bekannt, 21 Millionen Streams, aber der Kerl an sich hat nur 600.000. Ja, aber 21 Millionen ist jetzt im Verhältnis jetzt nicht so viel. Wenn jetzt so stimmt, die, unsere anderen Tracks, die wir da reingepackt haben, also da gibt's ja viele. Ja, aber guck mal, am Anfang T-Lo, ich habe ihn reingepackt, da hatte er noch 100.000 monatliche Hörer. Jetzt hat er 1,3 Mio, Junge. Was geht denn da ab? Ja, ja, true. Wir sind schon. By the way, ja. by the way, was hast du denn eigentlich letzte Woche nochmal reingepackt? Was habe ich letzte Woche reingepackt? Irgendwas bestimmt. Ja, das. Also nein, habe ich nicht, aber. Ja, du hast es nämlich vergessen, du. Also, das Ding ist, ich weiß auch nicht mal, was ich reinpacken wollte. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Dann darfst du.
Dann darfst du jetzt dann noch zwei reinpacken. Ja, ich überleg's mir noch. Bonus. Peter, du kannst schon mal anfangen. Ja. Also, den Song, den ich reinpacken würde, wäre von Mixo MacLeod und Jambula. Frag mich nicht. Mit Nemo auch noch. Das ist ein ziemlich geiler Song von denen. Also ich habe ja die letzten Songs von Jambula nicht so gefeiert, aber das ist dann wieder ein richtiger Banger geworden. Ich weiß nicht, aber den kennt, der kam ich letzten Donnerstag ist es, oder so ist raus. Es der, ja, ist es der neue? Weil da hast du auch gemeint, der ist von irgendjemandem ein bisschen abgekupfert. Ja, aber mir ist halt nicht, ich weiß ja nicht von wem und ich glaube, ich denke das nur, weil das halt so eine nice Melodie ist und ich meine, Musik ist immer irgendwo geklaut, so weißt du, so Melodien häufen sich ja. Das kannst du ja nicht einfach das Rad quasi neu erfinden, das sage ich ja auch als Musiker. Natürlich hat man, muss man immer seinen eigenen Style in die Musik packen, sonst hast du es ja gezielt abgekupfert, aber wenn jetzt irgendeine Melodie oder so mal gleich klingt an irgendeiner Stelle oder so, dann kann man das, keine Ahnung, als Hommage oder so sehen. Zum Beispiel, wenn man in Jazz macht man das auch manchmal so, dass wenn man ein Solo spielt, dann spielt man manchmal so eine Stelle von irgendeinem anderen bekannten Ding. Da habe ich mal gesehen, da hat irgendjemand mal als Solo so die Mario-Musik mal kurz gespielt, dieses halt nur so für 3 Sekunden. Und dann haben alle gewusst, das ist von Mario. Und danach hat er halt quasi so was Eigenes weitergemacht. Und deswegen feiere ich es halt trotzdem. Ist ein als Song. Nächstes packe ich nochmal rein Durag von Faroon. Habe ich sehr, sehr oft letzte Woche gepumpt. Fand ich sehr wild. Und ich packe noch rein Magic. Also ich, Lukas, ich habe für dich, ich habe es jetzt schon reingepackt, aber. Ich sehe es hier. Skis. Der ist schon echt ein bisschen älter und den haben wir uns gestern seit längerer Zeit mal wieder reingezogen und ich habe es sehr gefühlt, muss ich sagen. Du musst, by the way, du musst noch einen reinpacken, du hast letzte Woche gar keinen reingepackt. Ich habe 999 Remix von Lewis reingepackt. Ja, aber du musst trotzdem noch einen. Nein. Doch. Ich habe jetzt 3 reingepackt. Ja, aber du musst 4, weil du letzte Woche gar keinen hast. Ich kann Nein, letzte Woche habe ich schon einen reingepackt. Nee. Guck echt doch. Nicht? Ach, Digga, denk ich noch mal. 2 letzte Woche. Da steht no Hugs wollte ich noch reinpacken. Den hast du das letzte Mal nicht reingepackt. Scheiß Kerl. Ja, der, what deine the Schuld. Mann. Okay. Peter, welchen willst du noch reinpacken? Also, ich weiß ja nicht, welche Songs ich schon reingepackt habe, aber. Um mal vielleicht ein bisschen älteren Song zu nehmen von Reezy, Northern Lights. Absolute Legende der Song. Völlig richtig. Einer meiner Lieblingssongs von ihm. Reese Man ist drin. Okay, nice. Ja. Soll ich noch einen dritten machen oder war es das? Ja, nee, pack noch einen für Moritz rein, weil der ist dumm. Achso, ja, dann den neuen Song von der 17 Straßenbande verpennt. Aber. Bald kommt von mir, safe. Ich werde nämlich den Part von Saphir rausschneiden und meinen eigenen da reinmachen. Ich mach kurz Promo. Ich haue den Saphir raus wie ein Bergwerkarbeiter. Okay, dann Lukas. Ja, dann würde ich sagen, was ist mit der heutigen Voll? Jetzt hast du doch einen mehr reingepackt. Mann, jetzt pack ich verpennt wieder raus. Ich pack verpennt wieder raus. Ja, du gesagt, ich pack den. Den habe ich eigentlich letzte Woche schon reingepackt, aber. Entspann. Du es vergessen hast, du Idiotensohn. Es war wieder mal eine sehr wilde Folge. Danke, dass ihr bis zum Ende natürlich zugehört habt. Lasst ein Follow da auf YouTube. Wenn ihr noch einen Twitch Prime übrig habt, ballert den schön auf unserem Twitch rein. Mr. Brizzy TV. Einfach eingeben, einfach bestätigen. Twitch Prime rein. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like da. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.